Titel von Skyrim Staffel 2. Haben wir ja ein, zwei Wochen Luft, bis Staffel 3 losgeht. Entweder Far Cry 5 oder Wolfenstein. Jan Kotsch meint Wolfenstein. 4-2 für Wolfenstein. Welcher Teil? Leute. Welcher Wolfenstein-Teil wollten ihr haben? Also Teil 1 mit DLC oder Teil 2 mit den komischen DLCs? Mir egal. Zum Geburtstag viel Glück. Ach so, bist passiver Zuschauer, dann weißt du natürlich, worum es geht. Gut, Dankeschön. Die sogenannten Twitch-Lurker. Bei Twitch ganz groß verbreitet, die sogenannten, die Stream gucken und dann halt den Stream gucken und wenig schreiben. Moment, schon mal kurz hier von Ragosch eine Frage erlauben. Die wilde Jagd holt sie an. Bei Witcher 3 habe ich nur das Hauptgame. Lohnt es sich gleich die DLCs zu holen oder kann ich als erst das Hauptgame zocken und danach die DLCs einzeln holen und zocken? Kannst du auch einzeln holen und zocken. Musst du nicht so machen. Also du kannst erst die Hauptquest spielen, klar. Und dann die DLCs. Du wirst ja, wenn du die Hauptquest fertig hast, wieder zu einem gewissen Punkt zurückgesetzt, wo du dann die DLCs machen kannst. So, was haben wir denn jetzt hier eigentlich? Verbrenne Zulas Brief und das getrocknet. Achso, das stimmt, das ist die Hanna aus den Wäldern. Die ist schwer. Bis jetzt noch. Die machen wir erst später. Ich spiele auf Todesmarsch. Deswegen muss ich ganz, ganz vorsichtig sein, was ich hier mache. Und vor allen Dingen sollte ich Quests raussuchen, die auch bis jetzt in meine Charakterstufe passen. Also zurzeit bin ich Stufe 6, oben rechts steht's. Deswegen gucken wir uns mal erstmal die Fragezeichen hier weiter an. Gelöscht? Nee, bei mir steht sie da. Bei mir steht die Frage da. Für den öffentlichen Chat hast du die Nachricht aber gelöscht? Nee, ich habe sie erlaubt und dann steht sie da bei mir oben. Oder seht ihr die nicht von Ragosch? Oh, Stufe 7, das geht noch. Nein. So. Wir beginnen mit Piraten. Oh, die haben eine Hose an. Welch Wunder. Der Wohlstand unter den Piraten ist ausgebrochen, Leute. Die haben eine Hose an. Ah, dafür kein Hemd. Also die müssen entweder oder. Ah doch, hier ist einer mit Hemd. Und Helm. Oder Mütze, was auch immer. Jetzt bist du dran. Hey ho! Alle zusammen, Leute! Oh, jetzt bist du dran. So. Hey ho! Keine Angst. Alter, wie viel sind denn das hier? Die komplette Blackbeard-Piraterie am Start, oder was? Aua. Mann, ey. Komm, 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 komm. Sehr schön. Aua. Das muss aber nicht sein. Aber irgendjemand schießt... Er hier. Irgendjemand von den Piraten schießt permanent seine eigenen Kumpels tot. Aua. Sehr schön. Bis gleich, Bambus. Ja, würde ich gerne. Wenn es anatomisch möglich wäre, würde ich es gerne machen. Alter, trächtiger Mutant. Los, meine Lieben, an die Arbeit! Ihr gehört uns! Komm! Meine Telefone
es ticken. Sehr schön. Was hast du Schönes bekommen zu deinem Geburtstag, Toba? Erzähl. Lass uns teilhaben an deinen Geschenken. Lasst ihn nicht zu Atem kommen! Sehr schön. Alter, ey, wie viel sind denn das hier? Das ist ja der komplette Clan hier, ey. Das muss ich nach dem Piratenauftritt hier gleich mal direkt mein Schwert wieder schärfen. So, zack. Du auch noch, bitte. Ja, endlich, ey. Oh. Kann ich mal kurz an meiner Pfeife ziehen hier? Achso, die Loot suchen wir schon an. Also für mich noch sichtbar machen. Moment. Loot 1, Hallöchen zusammen, vom Blinky, danke. Ah, bisschen Geld, Sportbeutel, Süßigkeiten, das Übliche, sehr schön. Ein Sportbeutel ist cool. Früher, als ich in der Schule war, hat man mal Schwimmunterricht gehabt. Und nach dem Schwimmen war direkt Feierabend, also Sport war das Letzte in der Grundschule. Und dann konnte man nach Hause. Und ich bin nach Hause gefahren. Und auf einmal fällt mir auf, mitten in der Bahn, also es war voll in der Bahn und ich stand. Ich hatte keinen Sitzplatz in Berlin, da war eng. Und ich stand so und ich dachte, scheiße, ich habe meinen Schwimmbeutel in der Sporthalle vergessen. Und meine Eltern waren immer sauer, wenn ich irgendwas verloren habe. Bin ich nochmal zurückgefahren und habe gesucht ohne Ende. Und dann habe ich irgendwie mich irgendwo hinsetzen wollen und mal drüber nachgedacht, wo der sein könnte. Und als ich meinen Rucksack abgenommen habe, habe ich gemerkt, dass ich den Sportbeutel hinten auf meinem Schulrucksack hinten oben drauf hatte. Ich bin die ganze Zeit auf dem Rücken mit dem Sportbeutel unterwegs gewesen und habe gedacht, ich habe ihn vergessen. Richtig dämlich. Aber so war's. Das ist die Abenteuergeschichte von Klein Kalli. Hört euch das an, mit was für einen Menschen ihr zuguckt hier beim Spielen. So, hier ist irgendwas. Piratennotizen. Gestern habe ich über eine Silberschale und eine Rubinbrosche auf dem Grund gefunden. Königin Zulekas Schatz. Ja, es passiert. So, mal gucken, wo der Schatz ist. Der ist anscheinend hier unten irgendwo. Ich habe mal meine Brille gesucht. Wo war sie? Auf meinem Kopf. Das ist auch nicht schlecht, Blinky. Oh, oh, oh. Eine Kackwursterscheinung. Und tot. Alter, Stufe 15 mit Totenkopf. Auf Wiedersehen. Tschüss, edle Rebe. War schön mit dir. So, hier irgendwo soll das sein. Ich rüste schon mal die Armbrust aus, weil ich glaube, hier sind diese komischen Ertrunkenen. So sieht's aus. Aber die sind zum Glück unter Wasser One-Hit. Oh, Stufe 10 ist schon wieder mickrig. Sehr schön. Jetzt vorwärts, weiter. Komm. Erstmal wieder auftauchen, weil ich brauche mehr Sauerstoff. Kannst gleich wieder gehen, ja. Aber hier unten, glaube ich, ist ein Schatz. Ja, da ist er. Rote Buchse. Jetzt mal rein hier. Ach komm, kann er nicht durchs Fenster schwimmen oder was? Okay, kurz mal wieder auftauchen. Oh, ein Ertrunkener. Hau ab. Auftauchen.
Wo jetzt wieder hin? Wo an der Eingang hier von der Scheißhöhle? Weil Schätze brauche ich unbedingt auf dem Schwierigkeitsgrad. Da könnten immer geile Waffen oder geile Rüstungen drin sein, die mir bedeutend weiterhilft. Ah, hier. Schnell. Och Mann, ey, wo ist denn hier der Eingang? Da ist einer. Okay, ich sehe ihn. Kurz nochmal auftauchen, zum Luft holen. Und wieder runter. Da ist er. Schema, egal, hau raus. Sehr schön. So. Kalli ist ein Tiefseetaucher. So sieht's aus, Toba. Hast du den Greifen dann schon geschafft, oder? Hast du aufgegeben? Bist du später nochmal. Morgen will ich auch wieder mal zocken. Mach das, Blinky. Witcher oder was? Ah, herrlich. So. Und Kalli da durchnäste. So sieht's aus. Lauter Leichen liegen hier rum, wir können sie alle plündern. War auch nicht schlecht, Krümel. So. Hexenjagd Stufe 5, das sind die Hauptquests. Was gibt's denn hier? Das Pferderennen haben wir gewonnen. Gibt es eigentlich nur noch Spiel gegen Wirte? Das ist Gewinnt. Sammle sie alles auch Gewinnt. Liegende Fäuste wählen, das ist eine Schlägerei. Stufe 11. Ich weiß nicht, wie stark die Schlägereien sind. Extra-Aufträge. Stufe 10. Anna aus den Wäldern. Wollen wir noch später machen. Ich klopp mich mal eine Runde. Mal aufmachen. Los, lauf! Ach so, ja, gut. Ist auch recht, Toba. Hätte ich auch gemacht an deiner Stelle. Manchmal sollte man einfach nur eine Nacht drüber schlafen, dann geht's dann. Liegende Fäuste waren immer deine Lieblingsquest, okay. Hallöchen, Banditos. Tötet, wenn ihr die Götter liebt. Nochmal so eine Vögel. Nein, doch nicht. Lasst ihn nicht zu. Aua. Keine Angst. Kurz absteigen. Du bist einer. Ah, komm. Plopp. Verfickte Scheiße! Danach keine Ausdrücke hier. Sehr schön. Oh, das war ein gutes Lager. Ja. Man muss halt immer richtig kontern und blocken und so, das ist recht, Krümel.
So, was haben wir hier? Die ist schlechter, schlechter, grottenschlecht, vollgepisst, auch schlecht, nicht gut. Aber hier haben wir Rüstung. Ist irgendwas beschädigt? Nee, ist nicht. Aber wir haben es schon mal da. Gut. Sehr schön. Haben wir die Typen auch tot? Das heißt, wir können jetzt eigentlich Weltkarte öffnen. So. Hey, sag mal, was ist denn hier los? Das nächste Lager. Personennot. Alter, was ist denn das hier für eine Ansammlung? Was ist denn das hier, ey? Tropico Island oder was? Aua. Alle zusammen! Jetzt! Tötet ihn! Kurz hier umher tanzen, Leute. Ich muss mich mal konzentrieren, deswegen sage ich im Kampf immer so wenig. Schön. Alle zusammen, jetzt! Sind zwar vom Level nicht hoch, aber sind halt viele. Wenn die unterschiedlich angreifen, ist immer scheiße. Ich schlitz dich auf ihn, Schwein! Ich bin mal gespannt, was bei der E3 alles vorgestellt wird, Leute. Ich bin da richtig gespannt drauf. Weil vieles wird dann bestimmt auch auf der Gamescom spielbar sein für die, die zu Gamescom gehen. Deswegen finde ich die Gamescom immer interessanter als fürs Hingehen, meine ich. Sehr schön. Ich schlitz dich auf ihn, Schwein! Tanzen, Bernd. One-Hit. Sehr schön. Und da hinten die beiden Bogenschützen noch. Das hält er nicht durch! Wie verdammt! Ich schlitze dich auf ihn, Schwein! Sehr schön. Und du noch. Sehr schön. So, jetzt gehen wir erstmal den Typen befreien. Die Zeit, Hallöchen und Präzisio. Konzentrieren, so sieht's aus. Konzentrieren. Wie geht's euch beiden? Alles gut? Ach, jetzt muss ich hier wieder einen Schlüssel suchen bei den Leichen, ey. Das kennen wir ja von gestern von Skyrim. Wen hattest du First Try gehabt, Ober? Alles super. Die Zeit, alles super. Bei euch beiden, die Zeit und Präzisio, alles gut? Hui. Hui. So, wer von euch Idioten hat denn jetzt hier den verdammten Schlüssel? Hasse ich immer wie die Pest, dieses Rumgeeiere nach dem... Er hier? Du? Aber du... Nee, auch nicht. Aber du? Nee, aber ein Apfel.
Lecker. Du? Nee. Aber er hier. Ja! Einen Haufen Schwerter zum Verkaufen haben wir. Und zum Wegschmeißen, weil ich gerade überladen bin. So, vergesst die Loots-Nachrichten bitte nicht, Leute. Nur das garantiert immer die aktuellsten Spiele. Alles gut, nur platt und geschafft. Was hast du denn Schönes gemacht? Vom Arbeiten oder was? So, was ist denn das für ein Typ eigentlich gewesen hier? Ein Friseur! Ein Friseur, Leute. Können wir uns bald eine neue Mähne machen? Irgendjemand hat doch nach einer neuen Mähne geschrien. Irgendeiner von euch. Hui. So, dann machen wir dieses Fragezeichen noch und dann gehen wir zu den Faustkämpfen. Damit wir auch da zu Erfahrungspunkten kommen. Wie gesagt, am Anfang ist dieser Schwierigkeitsgrad mühsam, ernährt sich das Einschörnchen-like. Verlassene Städte, Alter, was ist denn hier für eine Ansammlung? Eine Stunde meditieren, damit sich meine Tränke auffüllen. Toll, hat sich erledigt. Gucken wir mal so rein. Ach, Stufe 7, das geht noch. Kriegen wir hin. Dreckschwein! Sagte er und stark kläglich. Mal herrlich, wenn ich alle drei zusammentreffe. Alle drei zusammen. Bis fast am Ende, was? Sehr schön. Aua! Das war blöd. Lasst ihn nicht zu Atem kommen! Oh, 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 jetzt muss ich aufpassen. Okay, voll. Komm. Komm nur. Sehr schön. Und du Dreckshexer! Sehr schön. Verrate ich lieber nicht. Ja gut, dann. Okay. Man kann sich's denken. Alter, du findest nur mehr schwer schöne Edelstahl-Stehlampen. Was? Ja, das stimmt, Krümel. So eine Mod wäre legendär. Aber die muss dann halt auch für die Konsole erhältlich sein. Du meinst, du findest keine metallenen Stehlampen mehr, oder was? Ich werde dir nie vergessen, was du für uns getan hast. Schon mal Baumrinde gegessen? Mir kommen davon schon Splitter aus dem Arsch. Lecker. So, Höhle. Ah, okay, ich hab's verstanden. Kann ich nicht, also sowas suche ich selten, deswegen kann ich da nicht mitreden. So, ich gehe jetzt zu den Faustkämpfen. Plötze. Plötze bitte zum Sprecherstand, Plötze bitte. Danke. Plötze die Flachpfeife. Brief mit Wasserschäden. Ist der verschimmelt, oder was? Versunkener Schatz. Okay, 50 Meter ins Wasser rein. Können wir auch noch mitmachen. Ja. Schon alter Gaul geworden, Blinky. Ach komm. Hey.
Ey. Hör mal. Ey, Geralt angesoffen oder was? Yay. Das wäre der Licht. Und du auch noch. Alter, das war knapp jetzt. Wenn der jetzt mich getroffen hätte, wäre Pustekuchen gewesen. So. Hexersicht. Das ist bestimmt nicht schlüssig. Doch, das ist er. Die korovianische Klinge. Es klingt irgendwie nach cooles Schwert. Alles klar, kein Problem, Toba. Hauptsache letztes Läufchen. Mein kleines Häufchen. Grüner Schimmel, ja. Hauptsache der Zuschauer Toba zählt. Ekelhafte Viecher, das kannst du laut sagen. Kannst du laut sagen, aber wir haben es gemeistert. Das heißt, achso, die Klinge könnten wir mal gucken, ob die besser ist. Nee, hier sind Schätze, die kannst du in die Pfeife auch mal gut verkaufen können. Mal so plötzlich herkommen, jetzt geht's zum Hauskampf ohne Wenn und Aber hier. Überall Leichen, überall Erhängte, überall Ertrunkene. Wählen ist richtiger Rotz. Aber coole Atmosphäre. Stufe 9? Nee, weg. Später. Ganz laut, so jetzt habe ich verstanden. Ich muss es mir aussuchen. Zocken und Kali am Handy oder nur Kali gucken? Das obliegt dir. Hauptsache, du hast den Chat im Blick, dass du, falls Idioten reinkommen, da durchgreifen kannst als Mod. Wolltest du nicht einen Lappy holen, eh? Blinky? Das sind die Endriagen, ja. Krümel. Da sind wir gerade eben vorbeigeritten. Die waren Stufe 9. Das waren die Viecher, die da gerade zu sehen waren. Mache ich aber später, wenn ich dann auch wirklich Stufe 9 oder 10 bin. So, gut. Erster Hauskampf. Ich klopp mich mit der Bäuerin. Ah, nee. Ach so, das ist ja eine ganz andere Quest hier. Ich bin zur falschen Quest geritten. Mann, ey, was macht denn der hier? Liegende Fäuste soll er anmachen. Ich schon gewundert, was das jetzt soll. Ich mach mir eine Schleuder und jag Ehren damit. Gehen wir zusammen zum Schrein? Bald ist es soweit mit dem Levy, das freut mich, Blinky. So, gut, dann reiten wir jetzt dahin. Nicht die Mitte. So richtig viel Schaden mache ich aber nicht, Leute, oder? Also Armbrust kannst du manchmal auch in den Pfeifer rauchen. Muss ich unbedingt hochskillen für die eine Trophäe im Laufe des Witcher-Abenteuers. Sehr schön. Bis gleich, Blink.
Ja. Bambus, hast du auch wieder recht. Mach langsam. Bei Witcher finde ich gut, dass man von links, rechts, hinten auf Flötze steigen kann. Ja, die ist überall anspringbar. Und ich muss es machen, Bambus, demnächst dann. Also auf alle Fälle sollte ich Ambrose dann auch voll geskillt haben, wenn ich dann die Trophäe in Angriff nehme. Zum Glück haben wir das ganze Spiel drüber Zeit. Ist also jetzt keine Eile. So, Buchmacher, du hier. Nimmst du am Turnier teil? Ein bisschen ehrlicher Faustkampf, um die Lungen und Gedärme freizukriegen? Aber ich warne dich, Jonas kann sehr wild sein. Beißt auch gerne, verstehst du? Was meinst du? Was ist das für eine Art Kampf? Wie lauten die Regeln? Es wird hauptsächlich mit den Fäusten gekämpft. Aber ein gelegentlicher Tritt in die Eier wirft auch keine Fragen auf. Besiege Jonas, dann den Schmied und dann Stan Fischfresser. Dann darfst du gegen den Feldwebel antreten, den Meister von Velen. Na schön, mal sehen, wie wild Jonas ist. Werde Zeuge der epischen Schlacht zwischen Jonas und dem Vagabunden. Das kann man doch anders verstehen. Jonas und der Vagabund. So, komm her, Jonas. Huch. Mutant. Wir sollten den Männern des Vagabunds sagen, dass er seine Tochter im Wald versteckt. Vielleicht dürfen sie uns dann das Essbares zu. Komm schon, komm näher. Sie werden ihre gerechte Strafe erhalten. Erinnert ihr euch an Serap, der die einfachen Leute verhungern lassen wollte? Er ist einem Fluch zum Opfer gefallen. Was quatscht denn der eine da im Hintergrund? Eine Märchengeschichte oder was zum Ablenken? Musst du ihn in den Wald lassen? Na komm, noch ein Schlag. Hopp. Bam, in your face, ey. Der Vagabund hat Jonas besiegt. Sehen wir da den Aufstieg eines neuen Meisters in Velen? Ja, wer weiß. Du musst noch den Schmied aus der Taverne am Scheideweg besiegen und dann Fischfresser aus Lindenthal. Was der tut, kannst du erraten. Okay. Mann, der Mutant? Gut, dann rennen wir, dann machen wir jetzt eine Reitpassage dahin. Dankeschön, Blinky. Was ich gesagt habe, war noch seltsamer, ja. Ist immer seltsam, was ich sage. Also von den Wörtern, die aus meinem Mund kommen, sind 90% seltsam. Habe ich mir auch gerade gedacht, Krümel, was der macht, kannst du erraten. Fische fressen bestimmt, ja. Aber ohne Gräten. Oh, Gräten habe ich als kleines Kind immer gehasst, ey. Da ist die Burg vom Roten Baron. In Schutt und Asche. Blut 2 von Blinky, danke. Sag mal, Toba, hast du nicht vorhin irgendwie Bluts gedrückt? Oder hast du dann den Link nicht gesehen? Toba ist ja gerade nebenbei an Witcher spielen, ne? Keine Ahnung. Für Lutz muss immer Zeit sein. Kleines Lutti-Lut. Kleines Lutti-Lut. Bin mal auf Starfield gespannt. Mal sehen, ob es angekündigt wird von Bethesda. Jetzt bei der E3. Soll ja so wie Skyrim und Fallout sein, bloß halt im Weltraum.
Starfield. Starfield. Sternenfeld auf Deutsch. Ganz genau übersetzt. So, hier ist anscheinend das Dorf. Oh, richtig viele Pferde schon hier. Dann muss ich mal die Plätze mit dazu parken hier. Da hier. Da. Das war auch so ein. Was rasten die denn alle aus? Hier? Au! Aua! Was ist denn mit denen? Keine Ahnung. Ich hab meine kleinen gestern zum Pilzepflücken geschickt. Oh, hier ist eine Nebenquest, sehe ich gerade. Dorfältester. Onyx, mein Bester! Sei gegrüßt! Der Lootmaster ist eingekrochen. Sei gegrüßt! Woher kommt dieser Hass auf Hexer? Woher? Das kann ich dir sagen. Einer der Euren kam her, fraß sich für 2 Tage voll. Dann wollte er uns einen Gefallen tun und unser Monster töten. Wir fragten nach seinem Preis, aber er sagte, er wolle kein Geld. Er wusste ja auch, dass wir keins hatten. Was wollte er denn dann? Und was wollte er, wenn kein Geld? Als Bezahlung wollte er etwas, was ich hätte, davon aber noch nichts wüsste. Das sagte er und ging. Und kaum war er raus, fing meine Tochter an zu heulen. Ich fragte sie, was los ist. Und sie? Oh, ich ertrag's nicht. Ich bring diesen Hurensohn um. Rede weiter. Sie jammerte, dass eine Bestie den Hexer töten würde. Was flennst du wegen eines Mutanten? Fragte ich. Da erzählt sie mir doch glatt, dass der Drecksack sie mit seinem bösen Auge behext und dann verführt hat. Das sollte sein. Niki, hallöchen! Ein Hexerball. Wie geht's euch beiden, Onyx und Niki? Alles gut? Wenn er wirklich ein Hexer ist, hast du nichts zu befürchten. Wir können keine Kinder zeugen. Den Göttern sei Dank. Noch mehr von euch und wir sind du redest gerade mit dem Hexer, du Kackwurst. Aber dieser da, der hat meine Tochter umgarnt und sie unter meinem Dach bestiegen. Das verzeihe ich nicht. Sag mir, wo er ist. Ich kann mich darum kümmern. Auf dem Friedhof. Da will er das Monster erschlagen. Moment. Hoffentlich reißt der Leichenfresser dem Lüstling die Gedärme raus. So, jetzt mache ich diese Quest erstmal. Ein Michigan-Hexer. Es geht darum, Onyx, du bist doch ein Subscriber, genauso wie Balls und genauso wie Dennis. Guckt mal bei Smileys. Ihr habt da irgendwo spezifische Smileys eigentlich. Guckt mal danach. Ich habe 3 eigentlich hochgeladen. Du bist der Hexenmann? Der Mutant? Puh. Ich habe schon Interessanteres aus meiner Nase geholt. Dennis Ritter, genauso du auch. Sei gegrüßt. Guckt mal nach den spezifischen Smileys. Ich habe welche hochgeladen. Müssen eigentlich zur Verfügung stehen für alle Abonnenten, also Subscriber. Guck mal bitte nach und stell die mal in den Chat rein, ob die funktionieren. Du wirst nicht mehr so übermütig sein, wenn dir die Männer des Barons den Arsch versohlt haben. Könnt ihr mal bitte nachgucken? Nee, das sind sie nicht, Blinky. Nur die Subscriber haben solche Smileys. Ihr müsst mal da auf die Smiley-Kategorie rein. Rechts, wo ihr Nachricht senden, rechts neben dem Textfeld ist doch so ein Smiley und so ein Bit-Zeichen. Geht mal auf die Smileys und guckt da mal. Da müssten welche zur Verfügung eigentlich stehen. Du gehörst nicht zu den Männern vom Baron, oder? Schau mal weiter der Zeit. Guck mal bitte nach. Die funktionieren. Gestern zum Reisigsammeln in den Wald gegangen.
Oh, hast du nicht gehört, was der Jäger gesagt hat? Dass sich da ein Monster umtreibt? Und womit soll ich Lass es bleiben. Ja, sind denn welche da? Er kommt schon von allein. Sind denn welche da? So gut, da gehen wir mal zum Friedhof. Glückwunsch, Toba! Das kostet eine Loot-Nachricht. Glückwunsch, Toba. Hast auf meinen Rat gehört, ja? Verstehe ich nicht. Müssen die erst beantragt werden? Oder wie ist das? Also ich habe sie hochgeladen. Müssen die erst genehmigt werden? Wie war denn das bei Twitch? Bei YouTube ging das sofort. Oder geht sofort, ich bin ja bald wieder da, aber trotzdem. Okay, komm mal her hier. Hier ist also ein Hexer, der gesagt hat, er will die Monster vom Friedhof töten. Problem ist, hier sind immer noch Monster und ich sehe keinen Hexer. Guck mal, was hier los ist. Oh, der heilt sich. In your face. So, dann gucken wir mal. Hier sind Fußspuren. Seltsam. Alles klar, danke, Dennis. Danke. Danke. Ach, du kommst gerade recht. Ich fange sie alle. Blick und der Ghoul hätte mich filettiert wie eine Flunder. Ich weiß gar nicht, ob ich hätte eingreifen sollen. Dein Kampfstil ist mir neu. Ich hätte dir einfach zusehen sollen. Wo wurdest du ausgebildet? In der Schule der Schnecke? Aber woher hast du dann dein Wolfskopfmedaillon? Du bist ein echter Hexer. Was hat mich verraten? Dass ich mir beim Anblick eines lausigen Ghouls nicht in die Hose gemacht habe? Antworte mir, woher hast du das Medaillon? Ich habe es von einem fliegenden Händler. Oh, da kommen Dörfler. Bitte verrate mich nicht. Das Monster ist tot. Oh, was ist das? Zwei Hexer? Wir haben aber nur einen eingestellt. Zwei Hexer gebraucht, um diesen Ghoul zu töten. Hier ist nur ein Hexer. Leute, wollen wir den Typen verpfeifen oder nicht? Der Typ hat sich als Hexer ausgegeben und hat den Dorfbewohnern, hat halt gesagt zu den Dorfbewohnern, dass er dieses Monster töten möchte. Hat er aber nicht getan. Hat sich in die Hosen geschissen. Ober meint verpfeifen. Offel meint ja mach mal. Was meinst du mit ja mach mal? Verpfeifen meinst du? Ein kleiner Loot von Toba. Dankeschön. Linky meint verpfeifen. Verpfeifen. Gut, alles klar. Ist eindeutig. Töten. Alles klar. Ich würde nicht verpfeifen. Aber dafür nachher eine mitgeben. Eben, wenn wir da wären, würde es auch dabei. Achso, das ist jetzt. Hier ist nur ein Hexer. Dieser Mann ist ein Scharlatan. Er reist von Dorf zu Dorf und legt die Leute rein. Nein, so ist das nicht. Ich kann alles erklären. Bestimmt. Er ist ein Gauner, ein Betrüger. Oh, wir haben Gesetze für seinesgleichen, besondere Strafen. Danke, dass du ihn enttarnt hast, Meister. Coole Mütze hat er da hinten auf. Und der andere hat einen Topschnitt, also der Style. Sind richtige Cosplayer, die Typen hier. Bringt ihn zum Dorfältesten. Ihr solltet ihn zum Dorfältesten bringen. Natürlich. Der entscheidet, was aus dem Halunken wird. Der letzte Betrüger, der hier durchkam, hat mit Falschgeld gezahlt. Wir haben ihm die Hand abgehackt. Gewiss wird euer Ältester dafür sorgen, dass die Strafe dem Vergehen angemessen ist. Fangt damit an, dass ihr ihm das Schwert abnehmt und sein Medaillon ins Feuer werft. Lebt wohl. Geralt der Brutalo, ey. Niki, ich glaube, er wird gleich getötet. Ohne unser Zutun. Aber natürlich danke Ragosch und Niki für eure Meinung. Genauso wie von den ganzen anderen. Wird er eigentlich getötet? Ja, ich glaube schon, ne? Gibt's hier noch irgendwas? Hier waren wir schon mal. Hier hat man schon mal einen Bosskampf gehabt. Gegen diese komische Sumpfgrottenalte, glaube ich. Gruftweib, oder wie ist das? Stück Dreck?
Sag mal noch, wir haben nur noch Hanna aus den Wäldern. Nee, dann machen wir, prügeln wir uns weiter. Das war jetzt nur einfach mal so ein Abstecher. Savant-Pilze. Was machst denn du Plötze? Savant, Savant, Géramant, Géramant. Hast du auch recht. Und nur die ganz wenigstens haben diese Qualen, diese komische Kräuterprobe oder wie das Ding hieß, überlebt. Gab auch viele, die gestorben sind. So, jetzt sind wir hier anscheinend hier rüber. Die Brücke am Kai. Stimmt es, dass die Frauen hier eine ihrer Vielleicht müssen die erst noch genehmigt werden von Twitch. Weil ich habe sie hochgeladen. Vielleicht müssen die erst noch. Tschüss. Wir kommen später wieder. Außenrum, außenrum. Oder mittendurch, geht auch. Schnell, Hauptsache erstmal. Wir kommen hier später wieder. Alter. Stufe 16, ey. Oh, es ruckelt. Ich seh's. Moment. Ja, ja, ich hab's schon gesehen. Oh. Das ist, glaube ich, der Gefesselte. Dann gehen wir später hin. So, hier rüber, glaube ich. Ja. Sehr schön. Bolz! Wie lange ist es her, mein Bester? Schön, dass du einschaltest. Ich habe Emojis für Twitch. Du kennst dich doch bestimmt bei Twitch aus. Ich habe Emojis hochgeladen für Subscriber. Müssen die erst noch genehmigt werden von Twitch? Weil bei YouTube war das sofort. Oder ist das sofort bei YouTube? Aber bei Twitch muss es da erst genehmigt werden von Twitch, weil die jetzt noch nicht da sind bei den Leuten. Baron, weißt du da was? Wenn ich eine Bäuerin ficken will, mach ich das. Und ich habe übrigens den Drachenlord-Alert hingekriegt. Ich habe Outer City jetzt verinnerlicht. Ich weiß, wie es geht. Ich habe den auch schon fertig und der ist schon drin. Jetzt Boss-Time. Ich war, bin im Urlaub. Cool, wie lange noch? Schön, dass du einschaltest trotzdem. Wo bist du denn, Schönes? Einer gegen den Schmied. Der Schmied hier. Du siehst wie ein ordentlicher Faustkämpfer. Hast du es gesagt gehabt, wo du hingehst? Genau richtig für unser Turnier. Habe ich es vergessen? Willst du nicht ein paar Bauerntrampel verhauen und dich für das Vergnügen noch bezahlen lassen? Onyx 1, Lootmaster. So sieht's aus. Danke, Onyx. Alles herhören. Jeden Moment werden Wetten für den nächsten Kampf angenommen. Der Hexer tritt gegen den Schmied an, der ihm die Visage wie ein heißes Eisen zu. Ich hab's so fertig, Bolz. Trotzdem danke. Achso, vielleicht hast du einen besseren. Kannst du mir ja mal schicken per E-Mail. Vielleicht kann ich den ja ersetzen. Also sag mir. Geh mal auf Boss-Time, dann weißt du, was für einen Hacken oder öfter. Ausrufezeichen Boss-Time eingeben. Alter. Traut euch, kommt zu mir und legt euch mit mir an. Ich prügel die Scheiße aus euch raus. Ich schlag ihm so die. Schmeiß ihm so die Prügel raus, dass der nie wieder aufsteht. Ich schwör euch! Ihr habt keine Chance! Das ist er. Zwei Tage auf Gran Canaria, Alter. Leck um hier. Und danach fünf Tage machen. Aus dir könnte man einen Meister machen. Fischfresser! Das ist der Letzte, der für dich noch übrig ist. Okay. Locke, Krümel jetzt hier zum obligatorischen Fischfresser. Kannst du ja mal raten, was der macht? Laut Zeugenaussagen sollen wir ja alle mal raten, was der so macht. Es zählt mir jedes Mal weh, wenn ich die Narben von Geralt sehe. Wenn der Baron getrunken hat, wird er wütend.
Und er trinkt andauernd. Er hat's aber ganz gut überstanden. Ist ja von Witcher 2. Sind die ganzen Narben auf dem Rücken. Zumindest die sind von Witcher 2. Heya! Etzel erreicht's. So sieht's aus, Jan. So sieht's aus. Nice, dass du überhaupt einschaltest. Das finde ich cool von dir, Balls. Beim Urlaub. Bist du mit deiner Familie da? Oder alleine? Oder... Loot 3 von Blinky, dankeschön. Los, meine Lieben, an die Arbeit! Wieder direkt durchs Westennest hier. Weg. Bisschen frimmeliges Tippen über ein Handy, ja. Mal durch hier. Warum jubeln die mir zu? Hab ich was Tolles gemacht? Mit meiner Freundin, das ist schön. Das ist doch die Hauptsache. Grüße gehen raus an deine Freundin. Kannst ja mal schöne Grüße von mir ausrichten. Weiter so, von Kalli, dem Kaiser. Wer stöhnt denn hier so? Ich hab meine Kleinen gestern zum Pilzepflücken geschickt. In den Wald? Allein? Du weißt doch, wer es ist. So, hier ist der Fischfresser anscheinend. Erstmal mit dem Buchmacher reden. Oh, ich bin schon wieder asynchron. Wie nennt man dich? Kannst du kämpfen? Geralt. Und ja. Dann hopp auf die Liste, mein Freund. Moment, mach mich kurz synchron. So. Ich bin kampfbereit. Ihr Leute, Fischfresser hat endlich einen Gegner gefunden. Genau jetzt und hier, auf dem Feld der Ehre, wird er niemand anderem begegnen als Geralt von Riva, dem Hammer. Dem Hammer. Auf ein Wort vor dem Kampf, Meister. Bitte. Der Schnitt auf deinem Gesicht sagt alles. Was bin ich gegen dich? Ich will auch nur leben. Die Flüsse sind leer, es gibt keine Fische mehr zu fressen. Ach so, und der Sieger kriegt einen Sack Mehl. Zeig etwas Mitleid. Lass dich besiegen. Wollen wir mit Absicht verlieren, Leute? Schreibt's mal rein. Hammer in der Hose vielleicht, ja. Ich will gar nicht wissen, wie groß der Kolben ist von Geralt. Wenn wir mit Absicht verlieren, oder nicht? Hört's mal rein. Doppel meint nein. What means to rest? Krümel meint nein. Hau den Spacken um. Alles klar, gut. Alles klar, gut, dann... Traut euch, kommt zu mir und legt euch mit mir an. Ich prügel die Scheiße aus euch raus. Schmeiß ihm so die Prügel raus, dass der nie wieder aufsteht. Ich schwör euch, ihr habt keine Chance. Alter, es gibt noch einen neuen Balls. Ausrufezeichen Rage. R-A-G-E. Den gibt's auch noch. Ist kein Drachenlord, aber es geht. Den gibt's auch noch neu. Und dann die ganzen Quotes, ihr könnt euch abfragen. Die wurden heute auch wieder aktualisiert. Bambus hat wieder einen neuen Spruch. Reingehauen von mir. Sparta! Aua! Ich habe jetzt keine Lust zu verlieren gegen den Fischkopf hier. Das war knapp jetzt, ey.
Ja, wir hätten es ahnen können. Der Hexer... Rage Quit hier. Oh, Alter, schon wieder leckt das. Warum ist denn das manchmal so? Liegt das an den Loots-Nachrichten? Glaube ich nicht. Kotzt mich an manchmal, dass es immer manchmal sich aufhängt. Ja, ja, ich hab schon gesehen. Warum hängt sich das manchmal auf? Ich versteh's nicht. An manchen Tagen alles einmal frei, auch nicht einmal asynchron. Wie bei Resident Evil 7 war ich nicht einmal asynchron und hat sich nichts aufgehangen, gar nichts. Bei Skyrim gestern an der ersten Stunde zweimal und sonst auch nie wieder. Und jetzt bei Witcher auch wieder, erste Stunde bestimmt und irgendwann wieder nicht. Immer wieder raus, bin bis in der Woche, und genieß deinen Urlaub noch, mein Bester. Schön, dass du eingeschaltet hast natürlich, klar, freut mich sehr. Und genieß den Urlaub und dann bis in einer Woche und Grüße an deine Freundin, wie gesagt. Onyx 2, dankeschön. Und Loot Nummer 3 von Blinky, danke. Danke und Hate. Nicht so aus. Metal, Leute. Ist der Doktor überhaupt da? Der hat mich doch vorhin gehostet. Ist der da? Der hat vorhin einen Host bei mir gemacht, der Doc. Aber hat den jemand gelesen? Ist der in der Zuschauerliste da? Kann mir jemand gucken? Ist der anwesend? AFK oder? Wo ist er? Schau mich nicht so an! Wenn ich je einen so kriege, hat doch einen tollen Posten, was? Nicht übel. Hab gestern einen Eimer Schalen mitgebracht. Du bist ja Scheintot. Beweg dich. Ich komm gar nicht zu Atem. In Niederwild, denn ein Eimer. In Feldwebel, das ist anscheinend der Feldwebel hier bei der Burg Krenfels von dem Baron. Alter. Wir müssen dringend Erfahrungspunkte überall sammeln. Oh Mann, ich hab gerade laut Loots 20 Nachrichten geschickt in den letzten 7 Tagen. Kein Problem. Kannst du nachgucken, wie viel du bei mir insgesamt geschickt hast? Steht das da auch? Ich weiß, dass Blinky 600 oder sowas hatte. Kurz vor 700. Jetzt bestimmt schon 700. Hexer gesucht. Nachricht vom... neuer Quest. Haben wir anscheinend schon. So. Das ist anscheinend der Faustkampf-Champion hier, der... Feldwebel. Ich sehe, dass du ein weit gereister Mann bist. Bis gleich, Droppe. Ha! Wen haben wir denn da? Okay, dann ist er am Lurken, am Einschlafen oder was auch immer. Gut, wollte nur wissen. Was würde der Baron denken? Weiß der Baron, wie seine Männer sich amüsieren? Der Baron weiß alles. Der wettet sogar auf manche Kämpfe. Er wettet wie ein Idiot. Verliert immer. Gut, dann kämpfen wir. Und sagt dem Baron, dass ich gewinnen werde. Fangen wir an. Na schön, komm zu Papi. Nicht gut. Aua. Oh, der ist Overlevel. Oh, das dauert hier. Haben wir schon ein bisschen was abgezogen? Ein bisschen was, ne? Das kann dauern, Leute, der Stufe 12. Ich darf halt nicht so viele Schläge kassieren. Ist das eine neue Kampfmusik? Sag mal, die habe ich schon nie gehört bei Witcher. Ja.
Umhauen, um. Den Spacken. Hau wieder um, du Spacken hier. Sag mal, Ragosch, bist du überhaupt noch ins Bett gegangen? Nach deinem Stream? Weil du musstest ja um 4 wieder aufstehen. Na komm. Ein Schlag. Jawohl, in your face, ey. Und wenn du denkst, du kannst dir hier den Wams vollschlagen, meinem Bohnen und Zwiebeln, dann werde ich dir gleich eine Zwiebel. Welch ein Kampf! Hiermit sei Wissen. Das hat also Terence Hill gesagt, getan, ne? Dass der Hexer den Feldwebel besiegt hat und nunmehr Meister von 303 Zwiebeln ist. Wenn du nicht, nicht genug kriegen kannst, findest du anderswo würdige Gegner. In Novigrad gibt es genügend, in Skellige auch. Champion von Wählen, Leute. Und 130 Tacken, auch nicht schlecht. Baron, Scharon, wenn ich eine Bäuerin ficken will, mach ich das. Zuerst kamen die Armeen, dann die Puppen, jetzt der Hunger. Gucken wir mal ganz kurz beim Schmied vorbei, ob der was Schönes für uns hat. Rüstungstechnisch, waffentechnisch, bla. Ich brauche ein... Papi hat verloren, so sieht's aus. Die kann ich erst ab Stufe 12 tragen. Oder was heißt das? Ja, benötigt Stufe 12, kann ich also vergessen. Hose brauche ich nicht, Oberkörper. Schlechter. Auch schlechter. Der ist besser. Braucht aber Stufe 7, da bin ich bald. Ich habe eine Idee, was ich mache. Sehr schön. Sehr schön. Stiefel, hat er da irgendwas? Stufe 10, Stufe 6. So nicht genügend Münzen. Jetzt hier alles verkaufen, was ich hier umschleppe, sinnlos. Weg. 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 Sehr schön. So, nochmal Handwerk. Blub. Stiefel. Jägerstiefel. Ne, waren es nicht, die waren es. Sehr schön. Leb wohl. Und? So. Kochst du die Klettensuppe? Ragosch gar nicht mehr da? Mann, nicht immer in der Taverne, Weißer, was willst du? Weiß der blutige Baron, dass du hier bist? Schrecklichen Wesen, Kobolde, Samovir, Blender, fliegende Ja, sag euch. Sag euch, wo die Beute ist. So. Deine Kumpels haben die Beute längst unter sich. Hab ich das, hab ich das, hab ich das. Na gut, dann kann ich jetzt auch die gleich ausrüsten. Die Stiefel. Hab ich die schon ausgerüstet? Ja, ne? Ja. Oder? Ja, hab ich schon. Gut, dann Stufe 7 können wir dann gleich den neuen Unrock dann tragen. Wenn wir Stufe 7 sind, das sind wir ja bald. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie unsere Erfahrungspunkte hier reinkriegen. Aber wie? Mit was für Quests? Aus den Wäldern ist noch viel zu schwer. Sprich mit dem mega mysteriöse Spuren Stufe 20, ey. Wird man erstmal mit der Hexe reden, oder? Stufe 5. Mit der komischen Kera Metz. Machen wir erstmal Hauptquest weiter. Irgendeine Krankheit sucht sich halt. Bis gleich, Vicky. Die Armeen. Da
Oh, verdammter Ochse. Viel Spaß dabei, Krümel. Dragon Age Origins, so ein Ding, ey. Weißt du, Hexer, was immer die Leute reden. So gut, dann treffen wir jetzt zum ersten Mal Kera Metz. Oha, Plätze. Weiter so, Plätze. Komischen da vorbei. Weg. Erstmal das Niederreiten hier mit Plätze. Beweg dich. Heya! Wann kehrst du zurück, also? Warte nicht auf mich, Mutter. Wir kommen zurück, wenn wir fertig sind. Ich freue mich schon auf Soltan. Soll, wie ist der mit Nachnamen? Soltan Chivari? Wie ist er? Shavai? Cooler Typ, ja. Aber Rittersporn ist auch nicht schlecht. Bastrell anwesend. Um Bastrellen, Leute. Ach, du bist ja wieder. Sag mal, ist Dennis Ritter gar nicht mehr da? Schon wieder gegangen? So ist's gut. Findet die Hexe auf eigene Faust? Wie man. Kenne ich dich irgendwo hier? Und was sie zu sagen hat, wo die ist. Guten Tag, gute Frau. Guten Tag, Fremde. Kann ich dir helfen? Ich müsste die Dorfhexe sprechen. Weißt du, wo ich sie finde? Mit der gebe ich mich nicht ab. Aber frag meinen Mann, der wird's wissen. Serious Action! Danke für deinen Bit. Kaum bewegen. Da habe ich ihn zur Hexe geschickt. Kam zu ein junges Fohlen. Wo ist er? Bestimmt im Hof. Die Schmerzen sind weg, aber er danke, ist kaum besser geworden. Sollte eigentlich Preiselbeeren sammeln, um die Kleinen satt zu kriegen. Marinas Mann, der weiß, wie man seine Familie ernährt. Hat neulich ein paar Wasserratten gefangen. Haben für einige Tage gereicht. Gut, jetzt muss ich mal ganz kurz meine Facecam entpixeln. Der Hintergrund wegen dem Tageslicht, was sich jetzt verändert, ist es natürlich immer ein bisschen komisch hier. Kurz den Hintergrund ein bisschen anpassen. AK Greenscreen. Der Greenscreen! Freut mich, dass du da bist, Sirius, natürlich. So, jetzt bin ich ein bisschen blasser, aber es ist nicht mehr verpixelt. Sorry, mein Tablett ist ausgefallen. Kein Problem, da bist du wieder, Dennis. Sei gegrüßt. Lange nicht gesehen. Grillen? Kaust du die oder schluckst du die ganz runter? Hier, jetzt muss ich mit dem reden, oder was? Wie will dich? Hallo. Angeblich weißt du, wo die örtliche Hexe wohnt. Wer hat dir das gesagt?
Deine Frau. Dumme Gans. Dumme Gans. Lass mich in Ruhe und hör nicht auf die alte Schnepfe. Ja, der coole Tätowierung. Wir haben seit Ewigkeiten keine Hexen, Heiler oder weise Frauen gesehen. Ich kann es eigentlich auch auf eigener Faust finden. Erstens habe ich keine 50 Kronen, weil ich mich gerade beim Schmied eingedeckt habe. Und die Täuschungsstufe ist nicht hoch genug. Deswegen könnte ich hier eigentlich auch auf eigene Faust. Ich weiß ja, wo sie wohnt. Ich will dich nicht bei der Arbeit stören. Nee, hautenge Hosen hasse ich wie die Pest. Nur wenn sie mir dringende Rüstungsvorteile geben, dann mache ich's. Rümel. Nicht von hier, oder? Wo war denn die nochmal? Wisst ihr das? War die nicht hier irgendwo? Hier war die doch, ne? Ich glaube, da war sie. Geh mal dahin. Also habt ihr euch jetzt für Wolfenstein entschieden, ja? Also der Nachfolger von Skyrim Staffel 2 ist Wolfenstein. Weißt du, blutige Baron, dass du hier bist? Einen Beruf. Das bedeutet weniger Ruhm für dich. Und werden ganz schön benachteiligt. Gute Frau, die Kuh schnauft und steht schon nicht mehr auf. Der Eiter strömt ihr aus dem Maul. Sehe ich etwa aus wie eine Melkmagd? Nein, aber du weißt doch so viel. Das ist unsere letzte Kuh. Andere gibt's im Dorf nicht mehr. Die anderen sind verhungert. Oder mit den Soldaten verschwunden. Oh, sie heißt die Kera, ich liebe sie. Ohne sie sind wir praktisch tot. Ich gebe dir ein paar Kräuter. Misch sie mit Quellwasser, das um Mitternacht geschöpft wurde. Und lass die Kuh davon trinken. Aber zuerst mistest du den Stall aus. Gründlich. Ist das klar? Vielen Dank, gute Frau. Tausend Dank. Schon gut. Genug jetzt. Mir reicht's für heute. Geht. Ist aber bestimmt auch nervig, wenn du die einzige weise Frau bist und alle rennen sie zu dir. Die ganzen Bauern würde bestimmt nerven. Pass auf, was du sagst. So, rede mit der Hexe in der Hütte, kriegen wir hin. Ist jemand zu Hause? Hallöchen. Ich suche dir Hilfe. Die Hütte mit Hilfe deiner Hexersinne. Nanü, wo ist sie denn? Sind die kleine Kinder im Topf? So wie bei diesem Gruftweib? Gewöhnliche Salbe. Nichts Besonderes. Schade. Ich freue mich schon wieder auf die Mumen, Leute. Da wir, da ich mich ja für das ganz böse Ende entschieden habe, das ganz böse Ende wählen werde von Witcher, werde ich es auch mit der dritten Mumen zu tun bekommen. Also das ist der Vorteil bei dem ganz bösen Ende, dann kannst du nämlich alle drei Mumen töten. Nicht nur zwei, sondern alle drei. Eine gewöhnliche Kerze. Oh. Ja, es, bei Twitch nicht gern gesehen. Wo ist sie denn hin? Wieder da, Droffel, sei gegrüßt. Solchen Tand sieht man in Velen selten. Oh, ein Totenschädel. Mächtige Aura. Muss eine Art Artefakt sein, oder? Hui! Hierhin ist sie also verschwunden. Jetzt wird's geil, Leute. Jetzt wird's für jeden Mann geil. Oder beziehungsweise für mich. Ich find's geil. Deswegen wird's jetzt cool. Bubis! So sieht's aus. Alter, ist mir die weiße Frau unsympathisch. So, so. Nett hier. Ich hab mich schon gefragt, wie lange du noch brauchst, Geralt. Ich bin oben. Nur herein. Okay, ich komme ja schon. Jetzt sehen wir nackte Haut, Leute. Nee, mach ich nicht. Sonst weiß ich nicht, was ich angezogen habe. Sei gegrüßt, Hexer. Anscheinend, ja, laut Chatbot, Niki. Oh ja. Hat sogar kurz den Nippel gesehen. Vergessen.
beide Nippen so. Hoffentlich bist du nicht zum Gaffen da. Optimale Größe, Leute. Nein, zum Reden. Dreh dich um und warte. Stefano. Danke für die 100 Bits. Unfassbar, dankeschön. Und schön, dass du da bist. Keira Metz im Herzen von Velen. Ich dachte, du kannst das Landleben nicht ausstehen. Ich kann dir versichern, jetzt noch weniger als je zuvor. Was ist Sparta? Hätte nie vermutet, König Voltests frühere Beraterin hier zu finden. Bin ich froh, dass die Welt dich noch überraschen kann. Ich beneide dich um diese Naivität, die sonst nur Kindern, fahrenden Rittern und Schwachköpfen vorbehalten ist. Meine sein. Bin ich gespannt. Ist wohl jemand ziemlich gereizt. Begrüßt man erstmal ein paar Screenshots machen nach das Videos. Ich hab dich doch mit einem hübschen Anblick begrüßt. Danke für den. Sag mir, warum du hier bist. Für den Ski. Sehr lieb von dir, Sirius. Und Stefano Skeletor natürlich auch. Dankeschön. Achso, die Dudes. Onyx 3, dankeschön. Und Loot Nummer 4 von Blinky, danke. So, was machst du eigentlich in Velen? In diesem ekligen Sumpfgebiet hier. Ich wette, du kannst dir die Frage denken. Was machst du hier? Lass mich nachdenken. Das Landleben genießen? Die schöne Landschaft bewundern? Oder das uralte Bündnis zwischen der Stadt und ihren Kornkammern fördern? Nein, ich verstecke mich, Geralt. Merkst du nicht, wie es um die Welt bestellt ist? Siehst du nicht, was passiert? Du meinst die Verfolgung der Magier? Genau das meine ich. Radovids neuer Zeitvertreib, jeden zu verfolgen, der auch nur einen Hauch von Magie besitzt. Hexenjäger, schon gehört? Mörder, die den ganzen Norden durchstreifen, Bücher verbrennen, Wahrsager aufknüpfen, Kräuterkundler foltern. Spielst du gern die Dorfhexe? Wie fühlt es sich an, die Dorfhexe zu sein? Schrecklich. Ist es nicht großartig, den grenzenlosen Respekt und das Vertrauen der Bauern zu genießen? Sie würden jeden respektieren, der Hämorrhoidensalbe herstellt. Du bist schon länger hier, nicht? Lang genug, um allmählich zu verrotten. Du kannst dir nicht vorstellen, alles super, Stefano. Wie geht's dir? Abscheue. Du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr ich diesen Ort verabscheue. Das kann ich dir denken. Du hast dir einen seltsamen Ort als Versteck ausgesucht. Nicht ausgesucht. Im Norden machen Radovids Männer Jagd auf Zauberinnen, als sei es ein Kinderspiel. Nilfgaard kontrolliert den Süden. Wohin sollte ich fliehen? Der Imperator hält die Magier an der kurzen Leine, aber er lässt sie leben und ihrem Handwerk nachgehen. Radovid und M hier unterscheiden sich in allem. Böses Ende, Krümel, böses Ende. Sie hassen die Loge der Zauberinnen zutiefst. Das freut mich, Stefano. Ich war ihr Mitglied. Müde von Arbeit, okay. Was arbeitest du eigentlich, Stefano? Böses Ende heißt Krümel. Ich werde sie zu Radovid schicken. Und was dann passiert, das kann man sich ja denken, wenn man Radovid kennt. Zu einem anderen Thema. Hast du von den anderen Zauberinnen der Loge gehört? Gibt es Neuigkeiten von deinen Schwestern aus der Loge? Nein. Heutzutage dürfen wir nicht viel über die anderen wissen. Ist sicherer so. Habt ihr nicht mal versucht, Kontakt aufzunehmen? Ich wollte es. Viele Male. Aber ich kann nie mit Sicherheit wissen, wer mir antwortet. Oder zuhört. Ich suche nach einer gewissen jungen Dame. Ich suche nach einer gewissen jungen Dame. Ach, wirklich? Nach wem? Ja, böses Ende. Krümel. So, ich mach mich synchron. Danke, Blinky. So. Ja, ich weiß schon, Sirius, es passiert. Die Facecam verschiebt sich manchmal. Das ist aber innerhalb von Sekunden behoben. Ich weiß aber nicht, woran das liegt. Ich muss irgendwie eine falsche Millisekundenanzahl eingestellt haben. Weil als ich Resident Evil 7 gespielt habe, war es nicht ein einziges Mal so. Ich versteh's nicht.
dass sich das manchmal verschiebt. Wir suchen nach Ciri. Ich suche nach Ciri. Der Ciri. Und niemand darf davon erfahren. Verstanden? Cirilla ist hier? Das Mädchen, nach dem einst die Loge der Zauberinnen und praktisch jeder Herrscher des Festlands gesucht haben, ist hier in Velen gelandet? Und ich weiß nichts davon? Was macht sie hier? Anscheinend versteckt sie sich vor jemandem. Ich hörte, dass sie mit einer Hexe aneinander geraten ist, aber wenn du nichts weißt, sicher, dass du sie nicht gesehen hast? Ganz bestimmt nicht. Aber Yoshi! Jemand hat mich nach einer aschblonden Frau gefragt. Er hat betont, dass sie sich von den Bauern hier unterscheiden soll. Moment. Yoshi, sei gegrüßt, schön, dass du da bist. Wie geht's, wie steht's? Hat er sonst noch was über sie gesagt? Nicht so schnell, Geralt. Keine Bitte? Keine Der Solo Kenobi. Für eine Hexe? Cooler Name. Reicht meine Dankbarkeit? Meine immerwährende Dankbarkeit. Reicht das? Das ist nicht zu verachten. Aber du gerätst gerne in Schwierigkeiten. Ich sollte wohl lieber etwas verlangen, das du mir sofort geben kannst. Mein Schwänzchen. Ach, verdammt. Schau mich nicht so an. Schade. Ich weiß, dass wir von Ciri reden. Es war ein Elf. Der nach Cirilla gefragt hat. Kein räudiger Skoyatel-Chaot, sondern ein Elfenmagier. Was hatte denn ein Elfenmagier in Velen zu tun? Nun, ich habe ihn natürlich alles Mögliche gefragt. Natürlich. Aber du weißt ja, wie Elfen sind. Er hat viel mehr Fragen gestellt als beantwortet. Mir geht's gut, Yoshi. Schön, dass es dir auch gut geht. Hat er dir seinen Namen gesagt? Nein, hat er nicht. Und er trug eine Maske. Sehr geheimniskrämerisch, aber er gefiel mir. Er war intelligent und wusste sich zu benehmen. Hat er gesagt, was er von Ciri wollte? Nur, dass sie sich in Velen treffen wollten. Er wollte wissen, ob sie vor ihm angekommen war. Magst du die vom Aussehen her nicht, Dennis? Oder magst du die vom Charakter her nicht? Hat er eine Nachricht für sie hinterlassen? Nein, aber er wollte, dass ich sie zu ihm führe, wenn ich sie treffen sollte. Du weißt also, wo er zu finden ist? Ja. Er sagte, er hätte in irgendwelchen Elfenruinen beim Dorf Mittelhain einen Unterschlupf gefunden. Ich gehe mit dir hin. Warum? Meinst du, alleine finde ich es nicht? Ich habe mit dem Elf noch eine Rechnung offen. Er hat mir etwas versprochen, was er mir nicht gegeben hat. Außerdem weiß ich, dass du denkst wie ich, dass sie dort sein könnte. Hab das gesehen. Und ich würde Cirilla auch gerne sehen. Das Spiel gefällt dir besser als gestern. Gestern war Skyrim. Kennst du Skyrim nicht? Ich mag Elfen bei Witcher. Sehen die mir hier nicht elfisch genug? Bei Witcher sehen die mir nicht elfisch genug aus. Oder sind die mir nicht elfisch genug? Okay. Können wir aufbrechen. Wollen wir direkt dorthin gehen, Leute? Können wir eigentlich, oder? Gehen wir direkt dahin. Brechen wir auf. Ja, los geht's. Ja, richtig. Was spielst du eigentlich so? Ach so, bist nicht so der große Zocker, alles klar. Alles klar, hab ich verstanden, Sirius. Ist ja normal, also ist ja verständlich. Da wären wir. Ist ja nicht jedermanns Sache. Warst du schon mal hier? Nein. Ich hatte gehofft, der Elf würde zurückkehren, wie er versprochen hat. Oder wenigstens sein Mündel. Ich habe jedenfalls keine Ahnung, was ich von diesem Ort erwarten soll. Nun, finden wir es raus. Wanderung im Dunkeln, Folge Kehrer. Na los! Mal die Fackel anmachen hier. Vella Glan! Licht anmachen. Vella Glan! Kartoffel, wo bist?
Die wilde Jagd. Was? Phantomreiter? Das heißt, ich dachte, es gäbe sie nicht. Dann richte deinen Blick auf das Nicht-Existente. Oh ja, Stefano. Sie es lohnt sich immer Navigator wieder. Bei sich. Einen was? Kannst du uns auf die andere Seite teleportieren? Ich würde uns lieber nach Hause teleportieren. Willst du denen wirklich folgen? Du hast ihn hergebracht. Beeil dich. Weiß nicht, ob mir das alles zusagt. Ja, es hat uns hergebracht und dann sagt sie, lass mal wieder nach Hause gehen. Fertig. Folge mir. Boah, Schatz. Der Geralt, der hasst ja Teleporte. Der mag die überhaupt. Verdammte Portale. Ja. Ich frag mich, wo Kay jetzt ist. Na toll, ist die irgendwo gelandet. Huch, ich wusste gar nicht, dass man diese Zapfen da abschießen kann. Beste Spiel der Welt, so sieht's aus, Dennis. Was gefällt dir an der Kera eigentlich nicht? Das Aussehen oder den Charakter? Ich sehe mal gar nichts. Wieder hoch. Ich sehe überhaupt nichts. Was soll ich denn das machen? Habe ich irgendeinen Trank? Ich sehe mal gar nichts, Leute. Muss ich hier lang? Ich muss da durch. Holy moly, ey. Einfach mal geradeaus schwimmen. Wird schon richtig sein. Ich speichere vorsichtshalber mal. Ich zock das Ding zum ersten Mal. Immer wieder eine Entscheidung. Immer wieder ein Genuss. Genauso wie Skispringen. Also Skyrim. Ich kann mich jetzt nur... Ich sehe gar nichts. Null, Leute. Aber ich komme näher. Von irgendwas, laut Minikarte. Ich hab's geschafft. Hype! Wackel. Wackeln im Sturm. Yoshi noch da? Mein schöner? Yoshi, bitte zum Speicherstand. Krümel, du. Krümel, Krümel, du mit deinen sexistischen Sprachen. Ich muss immer wieder den Automod sagen. Bitte durchwinken. Wieso kannst du es eigentlich nicht spielen? Krümel. Keine PlayStation, wow! Geht auch auf PC, das Spiel. Aua. Stirb einen qualvollen Wichskribbel, du. Eine Kinderhölle. O-Ton, Drachenlord. Scheiße, stimmt, ich darf ja nicht mit Fackeln in die Gasdinger laufen. Shit. So, jetzt muss ich mal ganz kurz meditieren, Leute, weil ich habe keine Tränke mehr. So, jetzt aber. Shit. Shit, 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 shit. Was mache ich denn jetzt, Leute? Ich muss mit Igni hier arbeiten. Sehr schön. Super. Keine Konsole und Grafikkarte reicht für nicht aus für PC. Ja, das ist sehr hardwarehungrig, das Spiel bei PC.
Aber die Grafik ist natürlich auch absolut top. Vor allem auf der Konsole sieht schon gut aus. Na komm, wo ist sie denn? Kera, zum Sprecherstand bitte. Die gute Kera, bitte. Die anale Kera. Lilat, Kera! Oh, Alter! Lilat! Geralt! Sie kommt. Geralt, tu doch was! Sie krabbeln auf diesen Löchern! Wirk ein Zeichen! Wirf Bomben, tu was! Ganz gut, ruhig. Schwein. Das sind nur Ratten. Ich hasse Ratten. Ein Glück spielt die kein Skyrim, die Kera. Den Skewan. So. Wo sind denn hier die Löcher? So, eins. Da ist noch eins. Alter, 100 Erfahrungspunkte. Das ist ja mal nice. Hast du solche Angst vor Ratten? Du hättest sie mit einem Zauber vernichten können. Zu dick? Danke für Blinky Loot Nummer 4, Dankeschön. Nichts. Was ist denn mit dir passiert? Hier ist etwas, was den Teleport verzerrt. Ich weiß nicht, wie die so problemlos auf die andere Seite gekommen sind. Die Teleportmagie der wilden Jagd ist anders. Sie haben speziell ausgebildete Magier dafür. Sie nennen sie Navigatoren. Und wenn sie 3 Steuermänner und einen Papagei haben, das riskiere ich nicht nochmal. Ein Mädelbauch. Gehen wir. Die wilde Jagd hat ordentlich Vorsprung, aber wir können es noch schaffen. Bist du komplett irre? Wir müssen sofort hier weg. Ich muss wissen, was die Jagd hier macht. Ich muss herausfinden, was die wilde Jagd hier macht. Aber wir sind gekommen, um den Elfenmagier zu finden, nicht um gegen die Jagd zu kämpfen. Wenn die Jagd ihn zuerst erreicht, können wir nicht mehr mit ihm reden. Außerdem... Sprich doch weiter. Moment. Du hast ein besonderes Interesse an der Jagd. Geht es um Ciri? Da ist was, was du mir nicht gesagt hast, oder? Ich weiß. Komm mit mir, dann mache ich's vielleicht. Aber das wird doch mit T geschrieben, oder? Bist du immer so? Allmählich tun Triss und Jen mir danke, leid. Blicky. Na gut, lass uns gehen. Vella Glam! Hier sind noch Monsternester. Warte mal. Ach, die habe ich schon kaputt gemacht. Stimmt. Meine Rattendinger. So. Wenn... Oh, was ist da? Mysteriöser Elf. Das ist der... Das ist der Elf. Folge dem Zeichen meines... Was war das? Eine Illusion? Nein, eine morphotische Projektion. Was für eine Projektion? Sowas wie ein Briefkasten für Magier. Viel sicherer als ein gewöhnlicher Brief, den jeder auf dem Weg zum Adressaten abfangen kann. Ciao, Ragosch. Die Nachricht war eindeutig für Ciri, Tochter der Möwe, Lara Dorrens Erbin. Tatsächlich. So würden die Elfen Ciri nennen. Aber was war das mit dem Zeichen ihres Schwerts? Ein Rätsel? Ja, aber kein schweres. Nicht, wenn man weiß, dass Ciri ihr Schwert Zirael genannt hat. Schwalbe. Bitte. Wer außer dir sollte das wissen? Das könnte der Punkt sein. Dein Elfenmagier hat die Passage gesichert und so versteckt, dass nur Ciri sie finden konnte. Er sah nicht voraus, dass jemand wie du auftauchen könnte. Trotzdem hat er ungebetene Gäste erwartet, schätze ich. Und einige Vorkehrungen getroffen. Hoffen wir, dass die wilde Jagd ein paar Probleme bekommen hat. Na dann mal los. Meinst du, es reicht, den Schwalben zu folgen? Abwarten. Sehr schön. Ein alter Elfenhafen? Sie sind wohl über das Meer gekommen. Oh. Wie lange das her sein wird? Erscheinungen, das wird eklig. Vorsicht, dieser ölige gelbe Dampf ist giftig. Ja, das haben wir schon vorhin gehabt. Ich brauche von dir keine Belehrung. Ich habe die Fußmorchel aufgenommen.
Wie sie mir hat mir mal erzählt, dass er nicht an solchen Buchsen ausprobieren kann. Schlechter Einfall. Alter! Hier konzentrieren. Sehr schön. Moritz, hallöchen. Wie geht's dir stets? Wie geht's, wie stets? Ey, schon wieder bin ich in diese Scheiß. Ich hasse das wie die Pest, ey. Shit, Mann, das hasse ich, Alter, diese scheiß Giftwolken. Bis später, Dennis. Spaß beim Workout. Nee, dann vergesse ich, was ich anhatte, Krümel. Kann ich nachher nach der Mission machen mal. Muss ich mir halt dann nur merken, was ich anhatte. Ich glaube, der komplett ohne alles rennt der, glaube ich, nicht rum, oder? Der hat, glaube ich, ein Hemd an. Aber die Synchronsprecher sind geil. Ich hab so einen Kumpel, der hat auch so eine geile Stimme. Müsste Synchronsprecher werden. Sein. Okay. Ja, haben sie gut hingekriegt in dem Spiel. Da gibt's nichts auszusetzen. Einzige, was nervt, sind die Ladezeiten, wenn man stirbt. Deswegen sterbe ich so ungern bei dem Spiel. Moritz, alles gut? Wie war dein Tag? Was hast du Schönes gemacht? Wenn euch keine Loots-Nachrichten einfallen vom Text her, dann macht einfach Hashtag und dann die Nummer, wie vielte Nachricht das ist. Hauptsache die Loots-Nachrichten kommen, damit die neuesten Spiele immer garantiert sind. Ein alter Elfenhafen? Sie sind wohl über das Meer gekommen. Wie lange das her sein mag? Im Mai bei 4 Euro angekommen. Vorsicht, dieser ölige gelbe Dampf ist giftig. Ich brauche von dir keine Belehrung. Ich habe die Fuchsmorchel auch so erkannt. Wesemir hat mir mal erzählt, dass er sich nie an solchen Fuchsmorchel probiert hat, als er die Bahn gelernt hat. Alter, es ist so kläglich, die scheiß Viecher, ey. Tja, jetzt überlegt. Aua. Und Wunden heilen bei jungen Viechern. Was, er lebt noch oder was? Alter, was ist denn hier los? Langsam nervt's hier, was ist denn hier los, Alter? Scheiß Erscheinungen. Down. Oh.
Fackel wegstecken. Die Alte töten. Ja, alles gut bei mir. War nur ein harter Tag. Was hast du denn krass gemacht, Moritz? Ich hatte schon viele harte Tage in letzter Zeit bei dir. Schule so krass, oder was? Lauf, lauf, lauf. Hier durch. Raiderschiff zwar öfter, aber da dauert es nicht so lang. Da hast du recht. Mit krassen Ladezeiten wäre noch schlimmer gewesen, ja. Blau. Kunde die Ruinen. Wo muss ich denn hier lang? Da lang? Ah, hier ist irgendwas. Wie ist das Wasser? Erfrischend. Du weißt nicht, was du verpasst. Ist doch falsch. Ich weiß gar nicht mal, wie das war hier, Leute. Wisst ihr das noch? Zockst du mal wieder Online-Spiele? Wieso? Du bist wahrscheinlich erst wieder auf YouTube. War denn das hier? Ich weiß es gar nicht mehr. Hä? Ich muss doch hier durch. Alles klar, mach das. Sag Bescheid, wenn es fertig ist. Wir schon mal gucken, wie das ist. Eine Schwalbe. Wir sind offenbar richtig. Ja, wo denn? Sieht die Schwalbe nicht. Ach, jetzt hat er den Wegmarker umgesetzt. Also hier lang ist richtig. Ich hab's gar nicht mehr in Erinnerung, wie das war alles. Ich kann nur grob einschätzen, um was es ging. Aber nicht die Wege. Wanderung im Dunkeln. Schau, sieht aus wie die andere Säule mit der Projektion. Sire, mi forte solesse rea. Sire, mi forte solesse rea. Flo, sei gegrüßt. Einzelne Kelpie. Und Dr. Chaos. Kelpie? Meint Hallo an den Chat. Doktor, willkommen. Na, sei gegrüßt. Siri hat ihre und natürlich Flo, du auch. Schön, dass ihr da seid. Onyx 4, danke. Guter Name für Such. Jetzt muss ich hier die Symbole suchen. Hier ist eins. Siri. Offensichtlich ist der Kurs nicht immer der beste.
Ich frage mich, was das alles bedeutet. Sie sehen aus, als wären sie hastig mit Kreide hingekritzelt. Das ist falsch. Ich glaube, ich weiß, wo es ist. Ich glaube, es war hier unten. Da ist nämlich was. Ein Pferdebild. Das muss ein Hinweis für Ciri sein. Das heißt, ich muss hier irgendwie langtauchen. Wieder mal Lecky Schleck. Es leckt? Das Spiel leckt oder was? Also ich sehe gerade, das Bild, was ihr seht, es leckt nicht. Also zumindest sehe ich das nicht. Leckt das bei euch? Also ich sehe es nicht. Jetzt wieder nicht. Ach, vorhin kurz. Ach so. Hier. Gelb hier? Ah, hier. Was ist denn das? Noch ein Pferd. Fast genauso wie das letzte. Boah, das muss man jetzt mal erkennen können, ey. Mal sehen, was jetzt passiert. Anscheinend. Ja, ich weiß nicht, was du gemacht hast, aber es hat funktioniert. Komm hinterher. Ja, ich komme ja schon. Schau, sie gehen auf. Gehen wir. Ach, die coolen Quests, Leute. Jo, ab und zu mal. Na, wenigstens weiß ich jetzt, was meine Teleportation gestört hat. Dieses Portal hier. Und ich weiß jetzt, warum ich in diesem ertrunkenen Nest gelandet bin. Du solltest froh sein, dass du in einem Stück wieder rausgekommen bist. Und da fragen sich die Leute, warum ich Teleporte hasse. Versuchen wir es zu aktivieren. Na los. Achso, ich muss da hier. Ich glaube, das ist eine Schwalbe. Das hat geklappt. Komm. Oh, das war jetzt sehr. Meinst du, es ist sicher? Das war eines der krassesten Rätsel überhaupt. Der Elfenmagier. Ich hab nie so ein krasses Rätsel gesehen, Leute. Vella Glan. Es ist ja so still geworden. Ist das schlimm? Ein bisschen wie die Ruhe vor dem Sturm. Ich habe ein mieses Gefühl bei der Sache. Zirael nicht erkannt. Golem! Boss da ein bei Caligula, Freunde, wir ziehen gegen den Golem in die Schlacht. Verdammt. Also Feuer wird wenig springen bei dem Team. Die arme Kera. Ganz schön eingenommen von. Aber ich mach ganz schön Schaden hier. Der ist ja andauernd gestaggert. Okay, ist einfach. Ja, sehr schön. Sehr schön. Flo. Wie war dein Tag? Okay, das war jetzt zum Glück nicht schwer. Also ich habe mittlerweile ganz schön wuchtvolle Eingriffe, dass die permanent gestaggert sind. Übermorgen ist es soweit. Dark Souls 1 Remastered Beta. Wirklich? Dann sag es mir nächstes Mal doch bitte auch vorher. Meine Intuition ist ein feines Instrument, Hexer. Unterschätzt sie nicht. Was dich angeht, habe ich ein sehr gutes Gefühl. In vielerlei Hinsicht. Oh, danke, Kera. Ein heißes Bad. Heißes Dafür Bad? Dafür würde ich alles tun. Oh ja. Heißes Bad. Erkunde die Ruinen weiter und folge den Schwalbensymbolen. Mach ich. Läuft. Sag mal, Doc,
Du hast doch gerade eben Hallo an den Chat gesagt. Jetzt bist du ja immer noch nicht da. Wo bist denn du, Doc? Schreibst du mal? Was machst du dann? Hat er schon geschrieben? Hängt davon ab, was sie will. Stellst du dir vor, wie es sein wird? Was sie sagt? Wie sie aussieht? Oder bist du gerade verhindert? Was schreibst du denn? Komisch. Nein. Tut mir leid. Ich bin einfach zu schnell. Manchmal vergesse ich, dass wir uns kaum kennen. Ja. Jedenfalls nicht genug, um über Persönliches zu reden. Ja, so sieht's aus. Keine Sorge. Das stimmt. Oha. Was denn? Wieder dieses Gefühl. Gargoyles. Okay. Gargoyle. Stirb! Ih, dicker Gargoyle. Drachenlord hier. Okay, irgendwie habe ich ganz schön wuchtvolle Angriffe, dass die permanent gestaggert sind. Die machen ja gar nichts mehr dann, die Gegner. Aber ich anscheinend ein gutes Schwert. Schau, sie gehen auf. Gehen wir. Bella Glan. Was? Oh. Sehr schön für meine Armbrust. Jetzt leckt's wirklich, ja, das habe ich gerade gesehen. Ja, irgendwie, irgendwas stimmt hier nicht heute. Flüsternachricht, wie soll ich denn das sehen? Ich bin gerade im Stream, Doktor. Wie soll ich denn da die Flüsternachrichten angucken? Ich sehe die nicht. Ich habe doch Twitch gar nicht offen. Nur den Chat. Doch eben gebadet. War es nicht im Mittelalter üblich, höchstens einmal im Monat zu baden? Ja, bei manchen schon. Aber ihr anscheinend nicht. Ah, der hat ja auch die Möglichkeit, öfters zu baden hier. Ich habe keine Plüster-Nachricht, Doktor. Wie gesagt, ich habe sie nicht offen. Ich kann nicht nachgucken. Mann, du sollst Igni nehmen. Sag mal, bist du doof? Igni. So. Dort ist ein Portal. Wir müssen es schnell aktivieren. Ja. Ich habe das Gefühl, dass uns gleich noch ein Golem überrascht. Okay. Dann hier. Noch eine Schwalbe. Schau, es hat geklappt. Komm. Anzünden. Alles klar, Doktor. Danke fürs AFK sein. Schau. Wir haben es über die Brücke geschafft. Also, als Zuschauer zählt sie ja trotzdem. Wir haben die wilde Jagd gesehen. Toll. Das heißt, sie haben mächtig Vorsprung. Komm. Bella Glan. Wilde Jagd. Definitiv. Ach, Scheiße. Wir haben die Wächter des Magiers zerstört. Zum Plaudern sind sie... Schön eingefroren, die Herren hier. Hattest du das je gedacht? Sie eingefroren, ehe sie angreifen konnten. Ein Glück haben sie eingefroren, weil die sehen ganz schön groß aus. Das war so ein Golem, ne? So, ich mach mal kurz. Onyx 4, danke für Loot. Schreib mal bitte was in den Chat, ist der abgestürzt? Schau's.
Esse isse. Tapardone. Bilinihamar. Rein! Das sind auch Elfenkrümel. Also Locke. Alles klar, Blinky, danke. Wie, die wilde Jagd gehe ich in Vollbild? Ist die cool, oder was? Was ist das? Die weiße Kälte. Ein Magier der wilden Jagd hat sie beschworen. Kannst du die Risse verschließen, durch die sie kommt? Zu weit weg. Wir müssen näher ran. Ich schirme uns mit Demetia Crests Woge ab. Bleib dicht bei mir. Was für eine Woge? Boah, das ist ewig her, ey. Ja, ah, jetzt muss ich hier in der Blase bleiben. Ja, der war gut, Krümel. Aber nicht gruselig. Tötet die Kreaturen, die auch aus der Spalte auftauchen. Soll ich? Ich mach's. Aber wer von euch Frauen hat auch Kreaturen in der Spalte? Ja, war gut. Gut, 6, danke schön, Blick. Na. Schön mal bezweifelt hast. Big Daddy noch anwesend? Wer ist Big Daddy? Flo? Big Daddy ist noch anwesend? Ach so, du meinst, ja, jetzt habe ich es verstanden, wegen Chat, ja. Danke, Flo. Ciao, die seid. Spektakulärer als es wirklich ist. Behind the color!
Hera! Was ist los? Geht vorbei. Das hat ganz schön viel Kraft gekostet. Werd mir nicht ohnmächtig. Jetzt? In deiner festen Umarmung? Ausgeschlossen. Ich würde ja gerne sagen, dass wir eine Weile hier bleiben und uns ausruhen können. Ich weiß. Wir müssen weiter. Folge Kira. Sie haben die Passage blockiert. Vielleicht kann ich... Ich mach das schon. Ui. Villa Glan. Nicht schlecht, also wir können schon bei Renovierungsarbeiten einsetzen. Einfach mal die Wand wegzaubern. Vielen Dank für deine Hilfe. Was für eine Plackerei. Wie gut, dass ich mitgekommen bin. Ohne mich hättest du es niemals geschafft, oder? Gib's endlich zu. Ja, niemals. Du bist schon wieder eingeschlafen, oder was? Okay, bei Krümel spinnt Twitch rum, oder was? Keine Ahnung. Legst du flach, Kali, ja. Später. Und alles noch. Nun? Er erwartet uns. So, ich glaube, jetzt ist Boss-Time. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ist jetzt Boss-Time, glaube ich. War das nicht so? Ja, du, Blinky und Krümel. Später ist er nur älter. Na, Hallöchen. Wer bist du denn? Big Barbaruch oder was? Du bist stur, Däumer. Geralt, soll ich dir helfen? Gepriesen sei der Lord. Gepriesen sei der Loot. Danke, Flose Tiger. Sehr lieb. Kommt, Leute, 4 Euro kriegen wir heute noch zusammen. Noch 25 Cent brauchen wir für 4 Euro heute. Au. Oh, das heißt, jeder noch 2-3 Loots, Onyx, Blinky, Flo, jeder noch 3 Loots von euch. Ich glaube, dann sollten wir es haben. Sehr schön. Ach, da war ja was, stimmt. Geralt, sieh nur, er öffnet eine Passage. Oh nein, da heilt er sich schon wieder hoch. Ich hasse sowas wie die Pest. Das sind doch wieder diese Heilungsvögel. Das ist es. Kindergarten-Scheiße, wenn die anfangen sich zu heilen. Ey, es ist so jämmerlich. Einfach nur Kindergarten von euch. Das ist Sparta! Fällt wie ein Ohnmacht. Ja, komm, wo bist du? Aua! Noch eine Spalte. Mann! Du
So. Komm her, du Packnudel. Er ist nicht mehr ganz voll. Ich sehe nichts. Jetzt sehe ich was. Wo ist er denn? Ja! Alles in Ordnung? Ich hatte schon Angst. Unnötigerweise. Sehen wir uns um. Wenn ich mich nicht täusche. Den Boss möchte ich als Freund haben, ja. Wer nicht? Schön. Sehen wir uns die Nachricht an. Sie heilen. Danke, Blitz. Dieser Ort ist nicht mehr sicher. Verlieren wir keine Zeit. Vertraue niemandem. Hüte dich besonders vor den Hexen im Buckelsumpf. Die Hexen im Buckelsumpf? Versuch den Ort zu erreichen, wo wir zuletzt zusammen waren. Wo wir zuletzt zusammen waren? Das gibt nicht viel her. Verdammt. Ist wohl besser so, dass er keine deutlichere Nachricht hinterlassen hat. Die wilde Jagd ist hier eingebrochen. Bestimmt haben sie die Projektion gesehen. Sie haben alles durchsucht. Hätten sie mehr Zeit gehabt, hätten sie hier wohl alles dem Erdboden gleichgemacht. Aber das ändert nichts daran, dass wir nichts herausgefunden haben. Weder über den Elf noch über Ciri. Na, immerhin wissen wir, dass sie sich gut kannten und zusammengereist sind. Ich frage mich, warum sie sich getrennt haben. Vielleicht war die wilde Jagd dem Elf auf den Fersen. Ciri wäre sicherer, wenn sie sich trennten. Die Hexen vom Buckelmoor. Buckelsumpf. Keira, wenn du mir was verschweigst. Aber ich habe nicht gesagt... Du kennst diese Hexen? Getroffen habe ich sie nie, aber von ihnen gelesen. In einem alten Manuskript, das ich in einer der Hütten gefunden habe. Ja. Darin wird erwähnt, dass die Dorfhexen sich bisweilen in den Buckelsumpf wagen, um zwischen den Dörflern und den Mumen zu verhandeln, den Herren des Waldes. Die Mumen scheinen Fremden gegenüber nicht tolerant zu sein, aber sie helfen den Leuten vor Ort. Offenbar haben sie die Verbreitung der Krankheit in Velen verhindert. Was hältst du davon? Ich würde es liebend gern als Altweibermärchen abtun, aber in den ersten beiden Wochen in Velen hatte ich schreckliche Albträume. Etwas hat mich in den Sumpf gerufen. Eines Nachts beschloss ich, den Traum bewusst aufzusuchen und ihn klar zu träumen. Ich konfrontierte das Ding direkt. Da brach es den Kontakt sofort ab. Seitdem schlafe ich friedlich. Warum hast du nicht früher was gesagt? Ich sagte doch, Ciri hatte eine Begegnung mit einer Hexe. Ich hatte keine Ahnung, dass du diese Hexen meintest. Hätte ich was gesagt, wärst du losgestürzt, um sie zu finden. Aber wir mussten zuerst sicherstellen, dass Ciri hier war, oder? Jetzt erzähle ich dir natürlich alles. Jetzt, nachdem ich dich sicher durch die Höhle geführt habe. Ich fasse es nicht, wie schlecht du von mir denkst. Vielleicht hast du was gegen Zauberinnen. Woher das wohl kommt? Der war gut. Wo finde ich diese Hexen? Wie finde ich sie? Die Sümpfe sind riesig und gefährlich, aber angeblich zeigen die Mumen den Bauern, die sie aufsuchen wollen, den Weg. Das Manuskript erwähnt eine Kapelle im Buckelsumpf und von dort muss man dem süßen Pfad folgen. Süß? Ach richtig, in Kaer Morhen haben sie euch ja keine Gute-Nacht-Geschichten erzählt. Als normaler Mensch weiß man, dass Hexen in Lebkuchenhäusern mit Hühnerbeinen wohnen. Ja. Das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Nimm den Folianten und lies. Ich bin ziemlich sicher, dass du deine Zivila wiederfindest. Rennen des Waldes. Na gut, suchen wir doch erstmal einen Ausgang. Guter Einfall. Gut.
Warum sind wir überhaupt hergekommen? Wie ist die Herrin in das Waldes? Ältere Blut? Was ist das? Der Trank, den ich ihm gegeben habe. Er hat offenbar Verwendung dafür gefunden und ihn getrunken. Ein mysteriöser Magierkräuterkundler. Ein mysteriöser Magierkräuterkundler. Seltsam. Mein Medaillon vibriert, aber hier ist nichts. Was ist mit dieser Wand? Sie ist eine Illusion. Das habe ich auch gespürt. Mit solchen Sachen habe ich gerechnet. Darum habe ich dies mitgebracht. Was ist das? Das Auge von Nehaleni. Löst Illusionen auf. Recht einfach zu machen. Dies kannst du haben. Es dürfte noch nützlich werden. Sehr schön. Und dann wirst du jedes Mal an mich denken. Danke. Wenn du in einer Luft Flimmer bemerkst, geh darauf zu und drücke in der Nähe X. Mach ich. So wie jetzt. Einfach, nicht? Folgekehrer. Mal sehen, wohin der Durchgang führt. Spürst du das? Den frischen Luftzug von links? Da muss ein Ausgang sein. Gut, verschwinden wir von hier. Warte, da ist noch die magische Lampe. Die magische was jetzt? Lampe. Der Elf hat sie mir für meine Hilfe versprochen. Und da fraglich ist, ob er zurückkehrt, muss ich sie mir wohl selber holen. Wenn ich sie finde, heißt das, hilfst du mir? Ja, ich helfe. Wunderbar. Dann komm. Vella Glan! Hier finden wir bestimmt etwas. Bin ich jetzt aufgestiegen? Stufe 7, jawohl, ich kann meinen neuen Dingsbums anziehen. Wo ist er? Hier. Plus 12. Yay! Oh, sieht ja scheiße aus, ey. Aber egal, macht mehr Schaden. Resistenz. Bestimmt fast Stufe 8 mittlerweile. Sieht aus wie ein weiteres verdammtes Rätsel. Okay, irgendwelche Statuen. Hier, eine Inschrift. Zeig mal. Kannst du die Inschrift übersetzen? Ich habe vielleicht ein Drittel entziffert, aber es ergibt nicht viel Sinn. Gib mir einen Augenblick. Ich war nie gut in der Hochform der älteren Rede. Na gut. Das ist ja vielleicht etwas wörtlich. Bei mir auch Krümel. Ich fürchte, die anspruchsvollen inneren Reime kriege ich nicht wiederholt. Sieht aus wie so ein alter Wollpulli von Übersetzt Omi. Übersetzt es einfach sinngemäß. Vier Wächter, vier Flammen, stolz in einer Reihe. Der erste, der sein Feuer entfachte, wagte es nicht, am Ende zu gehen. Der zweite, neben dem ersten, spielte eine triste Klage. Der dritte blieb dicht bei seinem treuen Tier. Der vierte ging nicht neben dem ersten, doch wie der zweite spielte auch er. Und so wachten sie über die Königin, die unterm Sternenhimmel ruhte. Klingt tatsächlich wie ein Rätsel. Wir versuchen mal, das Rätsel zu lösen. Na gut, mal sehen, ob wir das hinkriegen. Wie war nochmal die Inschrift? Kann man die wiederholen lassen? Wie lautet nochmal diese Inschrift? Vier Wächter, vier Flammen, stolz in einer Reihe.
Der Erste, der sein Feuer entflammte, wagte es nicht am Ende zu gehen. Also ist nicht der Letzte. Der Zweite, neben dem Ersten, spielte eine triste Klage. Der Dritte blieb dicht bei seinem treuen Tier. Der Vierte ging nicht neben dem Ersten. Doch wie der Zweite spielte auch er. Und so wachten sie über die Königin, die unterm Sternenhimmel ruhte. Das ist Nummer 4 hier. Das ist Nummer... Warte mal, nochmal. Wie lautet nochmal diese Inschrift? Vier Wächter, vier Flammen. Der Erste stolz sein Flammen. In einer Reihe. Der Erste, der sein Feuer entflammte, wagte es nicht am Ende zu gehen. Der Zweite, neben dem Ersten, spielte eine triste Klage. Der Dritte blieb dicht bei seinem treuen Tier. Der Vierte ging nicht neben dem Ersten. Doch wie der Zweite spielte auch er. Und so wachten sie über die Königin, die unterm Sternenhimmel ruhte. Onyx 5, danke. Komisch. Gut, 7, sonst müssen wir alle alte Spiele gucken. So sieht's aus, Blinky, danke. Aber... Wie lautet nochmal diese Inschrift? Vier Wächter, vier Flammen, stolz in einer Reihe. Der Erste, der sein Feuer entflammte, wagte es nicht am Ende zu gehen. Der Zweite, neben dem Ersten, spielte eine triste Klage. Der Dritte blieb dicht bei seinem treuen Tier. Der Vierte ging nicht neben dem Ersten. Doch wie der Zweite spielte auch er. Und so wachten sie über die Königin, die unterm Sternenhimmel ruhte. Eins. Moment. Wie lautet nochmal diese Inschrift? Vier Wächter, vier Flammen, stolz in einer Reihe. Der Erste, der sein Feuer entflammte, wagte es nicht am Ende zu gehen. Der Zweite, neben dem Ersten, spielte eine triste Klage. Der Dritte blieb dicht bei seinem treuen Tier. Der Vierte ging nicht neben dem Ersten. Doch wie der Zweite spielte auch er. Und so wachten sie über die Königin, die unterm Sternenhimmel ruhte. Eins. Wie lautet nochmal diese Inschrift? Vier Wächter, vier Flammen, stolz in einer Reihe. Der Erste, der sein Feuer entflammte, wagte es nicht am Ende zu gehen. Der Zweite, neben dem Ersten, spielte eine triste Klage. Der Dritte blieb dicht bei seinem treuen Tier. Der Vierte ging nicht neben dem Ersten. Doch wie der Zweite spielte auch er. Und so wachten sie über die Königin, die unterm Sternenhimmel ruht. Das ist Nummer 4 hier. Zwei. Falsch! Ist doch falsch. Es ist eins. Irgendwas haben wir wohl falsch gemacht. Vella Glan! Macht keinen Spaß, ey.
Wie lautet nochmal diese Inschrift? Vier Wächter, vier Flammen, stolz in einer Reihe. Der erste, der sein Feuer entflammte, wagte es nicht am Ende zu gehen. Der zweite, neben dem ersten, spielte eine triste Klage. Der dritte blieb dicht bei seinem treuen Tier. Der vierte ging nicht neben dem ersten. Doch wie der zweite spielte auch er. Und so wachten sie über die Königin, die unterm Sternenhimmel ruhte. Was passiert? Bewegung. Hinter der Wand da. Yeah. Es hat funktioniert. Nummer 2, danke, Dr. Chaos. Wessen Grab ist das? Was meinst du? Leider keine Inschrift. Das Zeichen der Möwe. Wenn ich nicht wüsste, wo sie beerdigt wurde, würde ich denken, dass das hier Lara Dorns Grabstätte ist. Vielleicht ein Denkmal für sie. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Elfen ihrer auf diese Art gedenken. Helden einer tragischen Legende für die einen, aber die meisten betrachten sie als Verräterin ihres Volkes, die für ihre Hochzeit mit Kreginnan von Loth die gerechte Strafe erhielt. Vielleicht ist der Elfenmagier sogar mit Lara verwandt. Das würde erklären, warum er Ciri hilft. Möglich. Suchst du die hier? Aha. Was kann man denn damit anfangen? Ich hoffe, dass ich sie aktivieren kann. Verschwinden wir von hier, okay? Ich bin ein Weg zur Oberfläche. Danke. Gehen wir? Eine Illusion. Sehr schön, haben wir das geschafft. Das heißt, wir haben Kerametz erstmal abgeschlossen. Jetzt gucken wir uns Nebenquests wieder an. Puh, endlich. Aber es war die Sache wert, oder? Jetzt Stufe 8 oder 7. Du hast schließlich etwas über Ciri erfahren. Das heißt? Etwas Wichtiges. Gehst du in den Buckelsumpf? Dann musst du mir später alles genau erzählen. Ich weiß nicht, ob sich die Gelegenheit dazu ergibt. Geralt, es gibt zwei Arten von Menschen. Diejenigen, die Gelegenheiten erkennen und ergreifen, und diejenigen, die sich Gelegenheiten selbst schaffen. Ich habe dich immer zu Letzteren gezählt. Außerdem muss ich dich um einen Gefallen bitten. Also, besuchst du mich mal? Ja, ich komme vorbei. Ich werde dich besuchen, ganz sicher. In diesem Fall werde ich warten. Ist schön. Bis dann, Kera. Sehr schön. Haben wir das?
war Stufe 7. Komm schon! Zeig mir, was du zu bieten hast. Wolf. Leute, komm heute nicht in die Gänge irgendwie. Irgendwie ist es zu warm zum Stream heute. Ich bin fix und alle. Lass uns das mal heute beenden, bitte. Ich gehe heute gleich ins Bett. Ich bin erstens todmüde, zweitens ist es viel zu warm zum Stream. Also ich habe das Fenster sperrangelweit offen, es ist trotzdem grottenwarm. Ich komme hier nicht mehr klar. Ja, sehr viel Arbeit. Wir haben noch auch relativ viel noch vor uns. Ich komme heute nicht in die Gänge hier irgendwie. Werde ich es heute nicht weitermachen können. Deswegen speichere ich jetzt hier an der Stelle. Und beende den Stream an der Stelle. Es ist mir einfach viel zu heiß und boah. Muss ich mal eine Pause machen. Also, wir sehen uns natürlich morgen um 19 Uhr bei Skyrim wieder, klar. Aber heute ist Schluss. Und wir sehen uns morgen um 19 Uhr bei Skyrim. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Danke für die ganzen Loot-Nachrichten. Danke fürs Einschalten. Ihr seid die Besten. Bis morgen, 19 Uhr. Schlaf gut, träumt schön. Etc. pp. Tschö, tschö.